Manche Dämonenkultisten behaupten, einst sei Agrimod Herr über alle 6 dämonischen Elemente gewesen. Verging Lamaria also, als eine Gigantin des Wassers von dort aus die Domäne ihres Feindes angriff und sich in der Endlosigkeit der Niederhöllen verlor? Oder riss der Todeskampf jener Göttin ihre Heiligtümer und höchsten Diener mit ihr fort und ist es deshalb Charybdor, die bis heute offenbar von allen Dämonen die meisten Pforten des Grauens in die Welt aufstößt, um ihre alte Domäne, vielleicht gar ihr altes Wesen, in alte Welt wieder zu erlangen? Aus die Chroniken von Ilaris, etwa 800 nach Bosporans Fall. 10. Boron. Nach Tagen der Reise erreicht ihr die ersten Ausläufer der charybdischen Insel. Vor euch liegen die palmenumsäumten Strände, vulkanischen Berge und Korallenriffe. Bunte Fische schillern unter euch, eine Delfinschule kreist in der Entfernung und sucht nach Beute. Die Sonne brennt trotz des kalten Boronwindes und verdrängt jeden Gedanken an eine Jahreszeit. Und so beginnen wir an Bord eures Schiffes der Drachentöter. Na, Kapitän, wie gefallen euch die Inseln hier unten? Nun ja, sie sind sehr malerisch, aber mir ist etwas zu warm für meinen Geschmack. Och, Diamantes ist doch ganz nett, oder nicht? Ich hätte da eine Empfehlung. Wenn euch zu warm ist, entledigt euch eurer Kleider, so wie ich. Nun ja, nicht jeder mag so wie ein Halbwilder von den Inseln hier herumlaufen. Nun, es ist sehr angenehm. Es mag sein, aber es gehört sich nicht. Ach, sieht das doch nicht so eng. Voltax, was angemessen ist und was angenehm ist, sind meistens zwei verschiedene Dinge. Nun, ich denke, es ist angemessen und angenehm. Immerhin. Nun, ich bin ein... Genau, das meinte ich damit. Nun, wenn alles gut läuft, sollten wir hoffentlich bald wieder an Land sein. Ich finde das schön. Jeder Abenteuer. Von uns hatte irgendein Ziel. Abenteuer. Aber mir durfte nach Brabak. Boltax. Jetzt fahren wir zu Boltax Vulkan. Greifen wir, bist du auch endlich wieder da. Ja. Na, lange genug in der Messe dann ausgeruht, ja. Und so wie ich das sehe, hattest du das Schiff ja gut im Griff, während ich fort war. Immer. Dafür brauche ich dich nicht. Siehst du, das mussten einige wichtige... Sagen wir, Fragen erörtert werden. Ja, alles klar. Wie auch immer. Wenn du Fragen hast, frag auch einfach mal mich. Wir sind jetzt vor Nikalli, ja? Ingrims Port liegt vor euch. Ich weiß nicht genau, ob wir anlegen wollen. Ich glaube, Diamantes, du sagtest irgendwas davon, dass Nahrung aufnehmen, Wasser aufnehmen. Ist schon ganz gut, glaube ich. Nun, dann werden wir hier wohl anlegen und die erforderlichen Maßnahmen treffen. Wenn wir bis zur Portstörerband durchfahren wollen und auf Token nicht anhalten, dann... Ja, Kapitän, vielleicht solltet euch mal umhören. Hier gibt's wundervolle Schokolade. Schokolade? Interessant. Hi, Schokolade. Das klingt mir suspekt. Das letzte Mal habe ich so etwas in Konflikt genossen. Nun, wir werden sehen, ob es hier eine vernünftige... Nun ja... Kaffee gibt, wo man diese Art von Getränke genießen kann. Ja, bestimmt also, nicht. Also wir legen an in Ingrams Port und nehmen Wasser und Proviant an Bord. Es war nicht so schlimm wie der andere Piratenhafen, den wir neulich angelaufen hatten, aber Piratenhafen bleibt da trotzdem. Nun ja, dann werden wir halt nur den Kakao oder die Schokolade an Bord nehmen. Ihr solltet euch vielleicht sonst noch überlegen, ob wir Handelswaren mit an Bord nehmen. Also, ich weiß nicht, wie viele utorische Handelswaren die hier haben, aber immerhin sind das Waldinseln, da kann man bestimmt noch was abgreifen. Oh, Diamantes, bring deiner Frau doch etwas Schokolade mit. Sie freut sich bestimmt. Oh, das wohl an. Sehr gute Idee, Boltax. Kann ich ihr gleich mit dem neuesten Schriftstück, mit dem neuesten Brief, den ich verfasst habe, übergeben. Wieder eins eurer fürchterlichen Gedichte? Ich habe mir außerordentlich viel Mühe gegeben. Also, wenn wir Zeit haben, könntet ihr vielleicht mal rüberschauen. Was das angeht, meint ihr, man könnte dieses Zeug in Alanfe absetzen? Ingranten mögen sowas doch bestimmt. Ich denke, diese Art von Waren kann man überall verkaufen. Hervorragend. Die Frage ist, wohin wollen wir, nachdem wir auf der Vulkaninsel waren? Nun, wir werden so oder so...
Naja, wir werden hier auf dem Rückweg eh fast an Alanfa vorbeifahren, oder nicht? Nicht zwangsweise. Wir werden sehen müssen, wie wir auf... Wie hieß diese Insel noch gleich? Ach, ist doch nicht so wichtig. Wie wir dort jedenfalls uns mit Proviant versorgen könnten. Sorak. Sorak, danke. Sollte das nämlich halbwegs vernünftig funktionieren, könnten wir den direkten Weg an der Maraskan-Kette vorbeinehmen. Hier ist weder ein horasischer noch ein alanfanischer Port auf Sorak bekannt. Na nein. Ria, lästerlich. Die Insel würde das nicht zulassen. Es wird sicherlich irgendwo eine Frischwasserquelle geben und wenn die Insel groß genug ist, können wir hoffentlich auch genug Nahrungsmittel zusammensammeln, um damit zurechtzukommen. Wir werden sehen müssen. Selbstverständlich gibt es dort eine Frischwasserquelle. Es ist immerhin... Es ist ein Heiligtum, nicht wahr, Boltax? Ja, genau. Genaueres werde ich euch erklären, wenn wir dort sind. Nun, ihr müsst nur so viel wissen. Dort treffen Feuer und Wasser aufeinander. Nun ja, das heißt nicht unbedingt, dass das Wasser trinkbar ist. Nein, nein, aber vertraut mir einfach. Ich war selbst noch nie dort, aber die Ausführungen, die ich von Xenos gehört habe, ist einzigartig. Nun ja, wie der Maraskan sagt, einzigartig ist nicht immer gut. Der Maraskaner sagt, dass Einzigartigkeit die Schönheit der Welt beweist. Das Leben ist schön. Bruder, Schwester. Genug maraskanisiert. Nun, ihr habt damit angefangen. Nun, also legen wir in Ingrams Port an und schauen dann, wo wir weiter anlegen wollen. Ich denke, der nächste Hafen wäre dann vermutlich Port Störrebrand. Also, Kamrock sagte, dass wir, wenn wir die ganze Zeit durchsegeln, ganz grob 48 Stunden brauchen, also bis wahrscheinlich 3 Tage. Nun ja, die Karibik und dieser Teil des Südmeers ist nun ja nicht unbedingt berechenbar, vermute ich. Von welchen Kurzzeit gesetzt, fahren wir südlich oder nördlich der charybdischen Inseln? Ja, an den charybdischen Inseln entlang. Also, ich habe ihm nicht ganz zugehört. Er setzt die Kurse und ich lasse das dann umsetzen. Aber nördlich von Token, nördlich von Il-Token, aber südlich von Sokina. Also, da muss man halt zwischen den, das sind halt keine richtigen Riffe so, aber dass man dann sich eben in diesem warmen Strom und den Strömungen eben weitertreiben lässt. Dass man alles nutzen kann. Nun gut, ich denke, er wird den richtigen Kurs gefunden. Vermutlich. Wir sollten uns nur bewusst sein, dass wir hier unten in den Gewässern äußerste Vorsicht walten lassen sollten. Das sind die möglichen Piratengewässer. Einige Freibeuter, die hoffen, einige Handelsschiffe zu treffen. Nun ja, ich glaube nicht, dass sie ein schwer bewaffnetes Kriegsschiff angreifen werden. Also ja, und vielleicht haben wir ja Glück und sie machen es trotzdem. Das wäre zu vermuten. Dann hätten wir vielleicht ein wenig Prise gewonnen. Ja, zwischen den ganzen Inseln wird unsere Größe wenig ausmachen. Naja, da geht es eher um Schnelligkeit, nicht wahr? Es gibt ja auch immer wieder Wahnsinnige, die sich mit dem Adamantenkonvoi anlegen und versuchen, diesen zu plündern. Da wird ein einzelnes Kriegsschiff für die mal eine willkommene Abwechslung sein. Vielleicht. Nichtsdestotrotz bleibt die Vermutung bestehen, dass ein einzelnes Kriegsschiff vermutlich nicht schwer beladen ist. Denn schließlich werden sie bei diesen Angriffen auf diesen Konvoi nicht versuchen, die Schiffe selbst mitzunehmen, sondern eher die Transporter, die was überhaupt transportieren, Diamantes? Diamanten? Diamanten. Ei. Adamanten. Das könnte ein Problem sein. Tja. Also, wenn ihr wollt, Beiboote sind bereit, ihr könnt nach Ingrams Port übersetzen. Oder aber wir segeln einfach weiter. Vielleicht ein paar Gerüchte aus der Taverne mitnehmen, ich habe keine Ahnung. Zumindest das, was ich empfehlen würde. Seemannsgarn ist wichtig. Nun, ich denke, dann gehe ich mit unserem guten Diamantes ein bisschen deine Liebste. Und er kann mir währenddessen sicherlich noch einmal sein Gedicht vorlesen und ich kann ihm ein paar Tipps geben. Warum begleite ich euch nicht und wir versuchen eine größere Menge zu beschaffen? Das ist eine gute Idee, wir sollten vielleicht alle gehen. Ich denke, und das Schiff ist trotzdem noch gut bemannt, um dies zu gewährleisten. Nun gut, dann sollten wir uns aber aufmachen. Wartet, ich werfe mir noch etwas über. Gut, Herr Wolf, ja, das Schiff, während wir fort sind. Pustet jeden aus dem Wasser, der sich unangekündigt nähert und nicht wir sind, ja? Ja, wie immer.
Abenteuer. Abenteuer. Ja, so könnt ihr, wenn gewollt, an Deck treten und euch die Leiter nach unten lassen, in das Beiboot eintreten und vor euch dann die kleine Piratenstadt, den Piratenhafen erkennen. Einige zerlumpte, zerlodderte Schiffe, die dort geflickt werden, wenig Segel, wenig Takelage, was da wohl dran hängt. Aber doch, neben dem Geschrei der Vögel, der Affen und der anderen Getiere auf dieser Insel, kann man sie auch schon von dort rüde rufen hören. Und ausgelassen feiern. Nun, die Lage scheint doch so zu sein, dass sie feiern können. Zumindest wenn man ihren Lärmpegel bedingt. Ja, Boltags Blick klebt schon an diesem kleinen Vulkan, der sich hier erhebt. Er ist besonders flach und nicht mit den Gerüchten zu vergleichen, die dich von Sorak erreicht haben. Aber es ist eine vulkanische Insel und die Macht von Sumo ist hier deutlich spürbar. Oh, das ist eine schöne Insel, nicht wahr? Schaut mal, wir können vielleicht einen kleinen Ausflug zur Vulkan unternehmen. Sagt es auf jeder dieser Inseln ein Vulkan? Nein, nicht auf jeder. Ja. Da, aber der in Sorak ist besonders. Auch ganz schön. Oh. Wir werden sehen. Ja, so könnt ihr euch gemeinsam hinüberrudern. Kein Problem. Gemeinsam mit Diamantes Fertigkeiten, Rafim und auch Yalan, die euch dann hinüberbringen. Bis ihr dann an einem der großen Anleger, das Holz ist schon ein bisschen morsch, ein bisschen grünlich und wenn ihr dann nach oben steigt, knarrt es auch ein bisschen bedrohlich unter euch, aber ihr könnt sie erreichen und euch dann einer nach dem anderen nach oben ziehen. Man guckt sich zwar noch an, wer da kommt von dem großen Schiff, von dem Kriegsschiff, aber es gibt wenig Interesse und auch wenn ihr jemanden in einer merkwürdig abenteuerlichen Beamtenkluft erkennen könnt, selbst der wird hier keine Steuern einziehen von einem kleinen Ruderboot oder eben von Vertretern dieses großen Kriegsschiffes. Man ist eben mit dem schalen Bier beschäftigt in seinen Flaschen, in seinen Krügen, sodass ja, man dort seinen eigenen Dingen nachgeht. Einige Fischer, die am Rande sitzen und ihre Netze flicken. Und mehrere große hölzerne Kartengebäude, die dort vor euch aufragen und so ein bisschen windschief hängen. Alles ein bisschen überwuchert. Bezauberndes Fleckchen, nicht wahr? So Kerzen, gerade wie Häuser gebaut sind, sind vermutlich auch die Menschen hier. Es ist, wie sagt man im Horasreich, sehr piktoresk. Pittoresk, meinte die Wort. Ah, genau. Bei uns würde man sagen, es ist ein Drecksloch. Ich wollte Scheißhaufen sagen. Selbes Prinzip, aber die spielen uns tatsächlich in die Hände. Ich nehme nicht an, dass die darauf aus sind, uns große Ärger zu machen. Solange wir keinen veranstalten, versteht sich. Nun, dann wollen wir einmal sehen, ob wir dort drüben in dieser Taverne, so es denn eine ist, Gesellschaft finden. Es sieht ja aus wie eine Hütte. Nun, seht ihr dieses Schild, was dort in so malerisch baumelt? Taverne. Ja, zumindest scheinen die dort drin zu singen. Also, die Laune scheint gut zu sein. Mir gefallen diese beiden Masken am Eingang. In Boron-Tempeln wird auch gesungen, Diamantes. Seid ihr sicher? Ich dachte, die mögen es so still. Ja, während ihr von dem Steg in Richtung der Taverne geht und das Ganze betrachtet, dem Gesang lauscht, könnt ihr noch erkennen, wie vor euch in den Boden reingetrieben worden ist ein kleines Schild, nicht unbedingt ein Wegweiser, aber ihr betretet jetzt wohl das Kaiserreich Phexia. Ist wohl aber auch durchgestrichen, so wichtig kann es nicht sein. Der örtliche Souverän scheint ja an uns andere mal zu wechseln, wenn man ihn denn überhaupt so nennen kann. Ja, vor euch die Schwingtour. Ihr wollt gerade in die Taverne reingehen. Könnt ihr schon die ersten Bierleichen erkennen. Irgendwelche zertrümmerten Fenster, durch die sie dann hindurchgeworfen worden sind. Oder auch zertrümmerte Tische, die dann wohl noch im Fenster hängen. Und während ihr gerade durch diese Schwingtour hineingehen wollt, da werdet ihr erst einmal von einem großen Torwaller angerempelt. Passt auf, wo ihr hinlauft.
Ja, passt du auf, wo du hinläufst. Bist du neu hier, oder was? Ja. Pass mal auf. Und er spannt seinen Oberarm an, sein riesiger Bizeps, vielleicht genauso groß wie deiner. Und du kannst darauf einen großen blauen Rochen erkennen. Jetzt weißt du, wer ich bin, ja? Leg dich nicht mit uns an. Der blaue Rochen? Blauer Rochen, Otayasko, ey, das wohl. Ihr seid es wirklich, wir haben so viel von euch gehört. Ja, ich habe sofort nicht. Wird seine Laune besser. Ja, ich wusste es. Komm, lass dich drücken. Er stinkt ekelhaft nach Bier und Schnaps, aber er schließt sich erstmal an seine Brust. Wer ist das, Jalan? Ich habe noch nie von diesen Leuten gehört. Er ist von der blauen Rochen, Otayasko. Richtig. Die zweitgefürchtetste auf den ganzen Waldinseln. Richtig. Was? Nein, die ist die gefürchtetste überhaupt. Ihr vergesst doch wohl die Knochenotter. Sein Gesicht wird wieder wie Granit. Willst du mich verarschen? Wer bist du? Lass gut sein. Wir legen uns mit allen an. Aber nicht mit der Knochenotter. Ja, und wer ist das jetzt wieder? Hast du die... Du kennst doch gar keine Otters, oder? Doch. Es sind nette Tiere. Boltax? Das verstehe ich nicht. Was denn für Tiere? Oh, ich kann es euch zeigen. Wartet, ich habe eine Erstausgabe von Brems Tierleben. Einen Moment. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um wegzugehen, bevor jemand merkt, dass ich fehle. Seht ihr, das hier ist ein Otter. Ach, die kenne ich. Ja. Ja, aber ich bin Otter. Also von der Otter. Ja, wenn ihr diese Tiere mögt, dann ist es ja schön. Boltax, ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Nun, inwiefern? Nun, soweit ich weiß, ist eine Otter eine Schiffsgemeinschaft, eine, nun ja, Torwaldsche Bezeichnung zumindest dafür. Ah, okay. Nun, in die Falle. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Gehört ihr zu Wrack oder nicht? Zu wem? Nein, zur Knochenotter. Tun wir nicht. Natürlich nicht. Gehört ihr zu Lolona? Das war der Mann, mit dem wir ein Bündnis geschlossen haben, oder? Na, dann ist gut. Kommt rein. Ich gebe euch ein Bier aus. Das ist sehr nett. Hey, Männer, Frauen! Er betritt die Taverne und ihr könnt sehen, wie weitere Bier- und Alkoholleichen dort herumliegen. Sitzen wohl nur noch 5 Leute irgendwie geregelt am Tisch und spielen gerade mit klebrigen Karten. Auch noch ein Wirt, der so ein bisschen schläfrig über dem Tresen hängt, der auch dann nicht aufwacht, wenn die Torwalle dann hereinpoltert. Diese Männer gehören zu Dagon! Giftgrüne Segel! Sie jagen die Knochenotter. Auf euch. Danke. Wollen wir uns einmal kurz vorstellen? Das ist die liebreizende Zulamin. Ich bin Boltax. Das ist Abelmir. Das sind Jalan. Da ist Rafim. Und hier ist Diamantis. Ja. Freut uns sehr, eure Bekanntschaft zu machen. Willkommen. Ja, wie gesagt, uns gehört so ein bisschen die Insel hier, zumindest jetzt gerade. Und wenn ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid. Ich bin Bodder hier. Nun, wir bräuchten Frischwasser und neue Nahrungsmittel für unsere Besatzung. Ja, die können wir euch geben. Besonderes Fleisch? Was vom Affen, oder? Affe? Warum nicht? Fell könnt ihr auch haben. Nun ja, die Frage nicht warum nicht, sondern warum. Naja, weil es leckeres Fleisch ist. Im Vergleich zu was? Naja, wir müssen halt das nehmen, was wir hier auf Nikali kriegen können. Und Affen gibt's hier genug. Nun gut, solange sie nicht wissen, was Affen sind, nehmen wir Affen. Ja, wir haben nicht viele Handelswaren, aber Wasser könnt ihr haben, Obst, ein bisschen Gemüse, Fell, Fleisch. Habt ihr Schokolade? Wenig. Oder sonstigen Kolonialwaren? Wenig, also wir haben zwar ein paar Schiffe mal überfallen, aber das meiste Zeug geht relativ schnell dann in unsere eigenen Bäuche. Schon verdammt lecker. Nun ja, ihr würdet wesentlich mehr Gewinn machen, aber lassen wir das. Nun, sie werden gar überhaupt keinen Gewinn haben mehr, wenn sie sich nicht selbst versorgen können. Dann verhungern sie. Nun ja, anscheinend gibt es noch genügend Affen hier auf dieser Affeninsel. Ja, hier sind nur Affen. Ich sehe. Ich guck mal den Torwall an. Er nickt. Hier gibt's nur Affen, ja. Verstehe. Ja, setzt euch.
Habt ihr schon von der Admiralin Prandania gehört? Nein. Die hat jetzt eine Strafflottille, ja, ja. Schwere Niederlage hat sie eingesteckt. Letzten Herbst war das. Dann Anfahnerin? Ja. Ja, was doch jeder, dass die nichts taugen. Ja, und dann musste man sich ja vorstellen, ne? Dann kam die iranische Amtskollegin Peliope von Ratmos und die hat dann die völlige Auslöschung verhindert. Muss man sich mal vorstellen. Weißt du, dann kommt so eine Peliope von Ratmos. Von Ratmos! Ja. Kennen wir die? Ich wüsste, ja, ist ja schockierend. Ich wüsste nicht einmal, wo dieser Ort ist, aber... Naja, zumindest wurde sie jetzt strafversetzt. Oder sie ist zu den Iraniern übergelaufen, das weiß man nicht so genau. Gibt hier oder da so die Gerüchte. Andere sagen auch, dass sie gestorben ist, aber das weiß ich nicht. Zulamin, kennt ihr sie? Und jetzt ist der Vizeadmiral Ehrenbrand von Hardenfels ist jetzt hier im Perlenmeer am Drückern, kommandiert das alles. Die letzten Fitzel so. Wisst ihr denn, wo man den guten Admiral Issa hinversetzt hat? Keine Ahnung. Strafversetzt heißt es, wie gesagt, oder zu den Iraniern übergelaufen. Zumindest ist sie weg, niemand weiß wo. Und wie hat sich also eure Geschäfte ausgewirkt? Sie hat besser geworden, oder? Besser, natürlich, ja. Wenn die Perlenmeerflotte, die können sowieso nicht mehr viel, ne? Gerade wenn die dann aus Perikum operieren oder so. Das Perikum ist weit weg. Und die blutige See ist dazwischen. Aber seitdem Palligan hier seine Kirche aufzieht, ist hier auch vieles anders. Seine Kirche? Hier auf der Insel? Überall. Überall um den Boronsgrund herum. Eine weltumspannende Kirche zu Ehren der Ärztebrunnen. Entzerrt der Effertkirche oder sowas. Da soll er auch seinen Spaß dran haben. Tja, raue Zeiten. Aber das waren sie schon immer. Ich blicke die anderen etwas alarmiert an. Naja, aber schau, das wird dir doch nicht beitreten, oder? Und wir haben gehört, der Zauberkönig Morda ist wieder da. Den kennen wir zwar nicht, aber wir haben schon von den Bravakis haben wir gehört, dass es der Kinderschreck geht wieder um. Gruselig. Ja. Mit seinen Schiffen der verlorenen Seelen und so weiter. Ja, scheint nicht unbedingt besorgt darüber zu sein. Ja. Seeschlangen gibt's ja nicht so viele. Swafnir hat das alles noch im Griff. Das ist gut, und wenn eine Seeschlange kommt, dann töten wir sie. Das würde ich meinen. Sehr gut, sehr gut. Aber ihr arbeitet ja dann auch für Dagon Lallona, ne? Guter Mann. Er arbeitet für uns, aber lassen wir das. Sagen wir, es ist eine Kooperation in beiderseitigem Einverständnis. Ja. Aber du bist auch Rasier, oder nicht? Ja, in der Tat. Das habt ihr wohl erkannt. Hast du dir einen neuen Hautanzug gemacht, oder was? Warum sollte ich das tun? Weil er sonst allen die Haut abzieht. Nun, er zog es vor, mich in meiner alten Haut zu belassen. Tja. Er weiß wohl, was gut für ihn ist. Außerdem kennt ihr doch Orasia. Die hat eine winzig kleine Haut und auch noch nicht davon abgehalten, Geschäfte zu machen. Ja, das ist richtig. Ja, Müsste man mal überlegen, ob man wieder das Handelshaus wieder ordentlich ansteuert. Müssen wir ein bisschen nach Süden aussetzen. Gerade wenn jetzt hier die ganzen Händler ausbleiben. Vielleicht können wir ein paar utrurische Handelsherren irgendwie überfallen, falls sie dann irgendwie zurückkommen über die See. Und falls sie zurückkommen, sich darauf zu verlassen, erscheint mir auch reichlich wagemutig. Tja, aber wenn sie dann vom Süden wiederkommen, dann sind sie reichlich angeschlagen. Reden dann immer irgendwas von zahlreichen Seeschlangen, die da sind und irgendwelchen Rigids und Pest und Cholera und was die nicht alles an Bord haben. Oder hatten. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der das Südmeer überlebt hätte. Ja, weniger. Und ist nicht hin und wieder zurück. Richtig, richtig, weniger. Und die dann an uns irgendwie vorbei wollen, die geben uns halt die Handelswaren. Und behaupten sie natürlich, dass sie auch niemals in Uturia waren, weil die Handelswaren haben sie halt nicht mehr. Wäre halt schon ziemlich peinlich, wenn sie zurückkommen. In der Tat. Aber wäre es nicht besser, sie mit einem Teil der Handelswaren weiterfahren zu lassen, sodass sie die Geschichte befeuern und sich viel mehr Leute auf den Weg nach Uturia aufmachen, weil ja dann doch offensichtlich welche zurückgekehrt sind, sodass ihr mehr überfallen könntet und am Ende mehr Profit hättet? Das leuchtet mir ein, ja. Klingt gut. Gern geschehen. Ja, nicht, dass jetzt demnächst die Uturia-Expedition losgeht, so. Oh. Ja, gut, und ich denke nicht, dass zumindest das Alanfarnische Reich in der Lage ist, in der nächsten Zeit irgendwelche Expeditionen auf die Beine zu stellen.
Dann ich spreche mal kurz mit dem Wirt und mache euch einen guten Preis für Fleisch und all das, was ihr haben wollt. Okay? Ihr seid ja Freunde von Dagon. Das klingt gut, das klingt gut. Vielen Dank. Wo wollt ihr noch hin? Richtung Osten. Richtig. Ja, wie weit denn? Bis ans Ende. Bis ans Fast Ende. Ans Ende. Okay. Setokan. Da gibt's hübsche Vögel. Nun ja, wegen Vögeln sind wir nicht unbedingt hier. Jedenfalls von da aus dann weiter Richtung Maraskankette. Ja, weiter Reise. Dann lasst euch nicht von der Stadt aus den Tiefen holen. Nein, das haben wir nicht vor. Gut. Sag mal, wo kriegt man hier eigentlich diese Ingram Spot Schokolade, von der ich gehört habe? Tja. Wir haben nicht mehr so viel da. Die handeln wir, wie gesagt, nicht. Und wo kriegt ihr sie denn her? Ja, von den Uthurischen, die wir dann überfallen. Natürlich. Aber wenn ihr unterwegs irgendwelche schwarzen Leute auf Flößen seht, die könnt ihr auch überfallen. Die haben auch immer was aus Uthuria dabei. Sieht man denen gar nicht so an, aber... Die kommen überall hin mit ihren Flößen. Aber du kannst mir doch sicher einen guten Preis machen. Ich meine, meine Frau wartet zu Hause und wenn ich ihr keine Schokolade mitbringe und ihr dann davon erzähle, okay, dann kriege ich Ärger. Ja, du hast nicht viel gesagt, Junge, ich kenne dich nicht. Aber für 5 Dukaten kriegst du meine Tafel Schokolade. Aus meiner eigenen Sammlung, ja. 5 Goldstücke, um ein Lächeln auf ihrem Gesicht zu sehen. Das ist mir wert. Okay. Ich wusste ja, dass ihr ein übler Räuber seid, aber dass ihr so gut seid, hatte ich nicht erwartet. Nehmt dem Mann doch gleich den Geldbeutel ab, das wäre humaner. Ihr sollt ihn nicht unnötig inspirieren. Ich glaube, dass... wenn ihr die Knochenotter jagt, dann will ich gar nicht euer Geld gar nicht haben. Ja, Moment, er greift dann seinen Beutel und... faltet da wohl irgendwie so ein Stück Verpackung wieder zurück. Bist wohl sicher, dass die Tafel schon angebissen ist. So ein kleines Stück zumindest. Müsste man dann sicherlich irgendwie später abtrennen. Oder du kannst noch was draus schnitzen oder sowas aus der Schokolade rausschnitzen. Dann gibt er dir seine eigene Tafel Schokolade eingepackt in Leinentücher. Mit einem großen Brandsiegel, einem großen U stilisiert dann darauf. Ich kram ein bisschen in meinem Geldbeutel, pack dann die passende Summe in Goldmünzen und ein paar Silber zusammen und drücke ihn wieder. Das ist es mir wert, Jalan. Also, du hast meine angehende Frau noch nie ohne Essen gesehen. Also. Du hättest jemanden heiraten sollen, der dich für wichtigere Dinge schätzt. So, du hast schon Ehre, Rechtschaffenheit, Sondergefälligkeit. Das Herz will, was das Herz will. Und sie lässt mich schließlich mit euch weiterhin zur See fahren. Was kann ich mir mehr wünschen? Ich würde einige Dinge einfallen, die ich mir mehr wünschen würde, als über diese Flucht der See zu fahren. Also, natürlich optimal, wenn man seine Angebetete dabei hat, nicht wahr? Nun, ich könnte sie fragen, sofern wir den Platz für sie hier schaffen können. Da müsste natürlich der 1O und der Kapitän aus ihrer Kajüte ziehen. Aber nein. Ich hatte sie gern dabei. Frauen, lass es mich umformulieren. Frauen, die keine Funktion erfüllen, haben an Bord eines Kriegsschiffes nicht zu suchen.